Willkommen zurück bei der Spindeldiagnose. Wir sind wieder im Wald unterwegs. Diesmal mit dabei ist der Frevel. Moin moin! So, und wir wollen mit dem Ponzi Scorpion King hier mal unsere kleine Lichtung ein wenig frei machen, damit wir ein bisschen mehr Platz zum Arbeiten haben. Und dazu wenden wir jetzt einen kleinen Trick an, und zwar mit dem Häcksler. So, erstmal hier an den Baum ran. Den zeigen wir euch jetzt direkt im Detail. So, machen hier schon mal einen Schnitt, damit der Baum auch schön fällt. Zack. Und jetzt ziehen wir den Baum schon mal auf unsere Lichtung hier rauf. So. Ist Frevel schon im Häcksler? Nein, Frevel ist noch nicht im Häcksler. Einen Moment, ich lege schnell das Stück Holz hin, was nach hinterm Ding lag. Ach so, ja. Hallo? Maus? Die Maus will nicht immer so, wie man selber will. Komischer Tag heute. Ja. Ach kurz, ich setze mich schnell einen Häcksler. Ja. Wenn ich den Baumstamm jetzt auch so drehen könnte, wie ich ihn gerne hätte. Das wäre schön. So. Hast du den Häcksler schon an? Nee. Jetzt. Warte, ich kann es noch schnell hinten so ein bisschen zu drehen. Ja. Mit dem Greifer. Also beim Häcksler fehlt echt noch so eine Krananansicht. Ja. Also die Krankamera fehlt da noch definitiv, ja, das stimmt. Na, kriegst du den gedreht ein bisschen? Schnell. So ein bisschen höher. Ja, ich kann ja versuchen, ein bisschen mitzudrehen. Ja, das sieht ja gut aus. Wunderbar. So, und jetzt schneiden wir hier 1,50 Meter lange Stücke direkt in den Häcksler rein. Stöcklein. Hm? Stöcklein. Stöcklein, genau. Stock und Stein. So, und wir sehen, es funktioniert wunderbar. Ja. So kriegen wir die Richtung echt schnell freigerodet. Da können wir irgendwann eine Brandrodung mal machen. Das ist bestimmt irgendwann auch den passenden Mod für. Alles abfackeln hier. Ja. So. Oh. Der war schon ein bisschen enger. Muss ein bisschen rüber. Ja. Ja. Das Problem ist, irgendwann fängt die Baumfräse an, sich die Sachen selber, oder versucht sich die reinzuziehen. Da hast du natürlich Probleme dann. Deswegen immer so ein bisschen Abstand ist schon gar nicht so verkehrt. Oh, ja. Ah, sehr schön. Genau im richtigen Moment ausgemacht. Achtung, nein. Ja, der eine kann wegrollen, das ist nicht so schlimm. Oh, Entschuldigung. So, wie darfst du dich jetzt kümmern? Hey. Ich hol schon den nächsten Baum hier ran. Ups. So. Da ist er. Hupsala. Das war ein bisschen zu schnell. Nehmen uns den Baum hier vorne mal und wir zeigen nachher nochmal die Baumfräse nochmal im Einsatz. Also die Baumstumpffräse, so rum. So, nächster Baum fällt. Oh, ruckelt nur ein klein bisschen. Ich soll aber noch schnell mit meinem Scorpion. Wenn du mir 2 Sekunden Zeit gibst. Nein. Das ist kein Menno. Zeit haben wir nicht. Doch, wir haben die. Zeit ist Geld. Zeit ist Geld und Geld haben wir keins. Nein. So. Stimmt mal. Oh, 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 oh. Was ist denn jetzt wieder passiert, ey? Sind wir irgendwo? Ich hab auch den jetzt. Hat sich der Baumstamm irgendwo festgeruckelt, glaube ich. Ja. Ich helfe dir kurz mit Buffalo. Ne, ich hab. Jetzt habe ich ihn wieder. Ja, ja, das ist. Ich krieg hier alles frei. Kein Problem. So. Du darfst wieder in den Häcksler rein. Meine ich das nur oder rutscht der Häcksler? Nee, das meinst du nur. Der rutscht nicht. So, ich fange an zu schneiden wieder, ne?
Ja, warte, ein bisschen zurückziehen. Den ausgefahrenen Arm. Achso, warte. So? Ja, so. So, ja. So ist gut? Ja. Warte. So ist besser. Du wackelst aber noch stark. So ist gut, ja. Also mit kleinen Stücken geht das 100-mal besser irgendwie. Ja, definitiv. Also wenn ich nur Nadelbäume gepflanzt hat, also Tannen jetzt hier in dem Fall, dann ist man hier richtig schnell bei der Sache. Also dann schafft man echt gut ein paar Meter. Man muss natürlich aufpassen, dass man vom Timing her nicht zu viele Baumstämme gleichzeitig da in die Fräse reinpackt. Damit ist, glaube ich, das Performance von LS egal, je nach Rechner ein bisschen überlastet dann, wenn es zu viele sind. Nee, das meine ich gar nicht. Ich meine, er zieht sich die halt immer nicht richtig rein. Ach so, ja. Das meine ich, weil wenn du siehst du, wenn ich jetzt zu viele auf dem, auf der... Ah, du meinst so, ich dachte mit dem Fällen zu viele. Das auch, ja. Ja, ist natürlich vom, im Singleplayer ist es egal, da kommt es auf die Performance vom Rechner einfach an. Boah, ich muss... Oh, aber zieht sich die ganz schön rein hier. Wie voll ist der Anhänger? Ah, nee, kannst du gar nicht sehen, du bist ja im Hexer drin. Von der Fahrerkabine sehe ich den Füllstand nicht, sorry. Nee. Kein Problem. Wenn er voll ist, ist er voll. Oh, doch, geht. Ja. Ja, aber ist ganz gut, wenn man ihn einmal kurz an- und ausmacht, dann zieht er sich wieder rein, richtig, ne? Ja. So, nächster Baum ist fertig. Ja, das ist jetzt ja hier Arbeiten im Akkord, ey. Genau. So, haben wir hier noch? Hm? Also, das ist ein Stück runtergefallen. Das Stück hier. Achso, das ist ein zweites Stück, ja. Ein bisschen Verlust ist immer. So, nächster Baum hier. Zack. Jetzt mal aus dem Wald rausziehen hier. Und hoffen, dass er irgendwo hängen bleibt. Warte schnell bitte. Ja. Wo du deinen drauflegst. Hier noch die kleinen Baumstümpfe. Die kleinen Baumstümpfe, das ist ein Riesenbaumstumpf, ja, dafür gibt es richtig Kohle noch. Für alles Kohle. Ja, ja. So. Pack's wieder ein. Sehr gut. Ordnung muss sein, ne? Genau. Wir können ja mal 2 Meter Stücke versuchen. Wie viel hast du jetzt gemacht? 1,5? Ja. Dann müsste es 2 Meter auch klappen. Gut, dann habe ich auf 2 Meter mal eingestellt. Ja, 87%. Okay. Passt es von der Länge her? Vom Abstand? Kannst du noch ein bisschen? Ja. So, ja. Okay, schmeißt du an? Ja, mach an. Ja, 2 Meter passen auch. Ziehe sich auch schön rein. Oh, 2,5. Ja. Ich gehe mal kurz eben mal in die Außenansicht hier rein, damit man ein bisschen besser sieht. Ja. Perfekt hier. Warte mal. Habe ich hier 2,5? Ja, ich habe 2,5. Bei mir sind jetzt die ganzen Laubstämme davor. Ich sehe jetzt gar nicht, wohin ich schneide. Aber. Macht der ja schon. Aber zum Glück haben die Äste keine Kollision. Nee, das stimmt, das wär's noch. Ja, aber dann, wenn ein Baum umfallen wird, der wird ja laut der Physik gerade wieder 200 Kilometer in die Luft springen. Eigentlich schon, ja. Also bei der aktuellen ungepatchten Version, also beziehungsweise wir haben ja schon einen Patch drauf. Die 1.1. Aber selbst da. Noch nicht so hundertprozentig. Oh, ups. Wie ist denn auch eure Meinung zu LS15? Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Weil unsere ist ziemlich stark gespalten. Je nach Spieler sieht es anders. Stimmt. Ich selber finde es zum Beispiel ist kein schlechtes Game. Ist zwar noch verbuggt, aber ich finde für einen Simulator ist es extrem gut umgesetzt. Ja, ich bin ja. Also ich finde auch, es ist extrem gut umgesetzt, das definitiv. Wobei mich die Bugs schon extrem stören. Gerade vom Spielfluss her einfach. Aber wie Friebe schon sagte, einfach mal in die Kommentare reinschreiben. Und uns nimmt's Wunder. Wer nimmt Wunder? Uns nimmt's Wunder. Ja.
wie eure Meinung zum Landwirtschaftssimulator ist. Genau. Ja, man muss ja Frevel manchmal, also Frevels Kommentar oder Frevels Anmerkung muss man manchmal noch ins Deutsche übersetzen. Hey! Aber wenn ihr Agricola hat, oder wer hat's erfunden, dann weißt du, was ich meine, oder? Ja, dann weiß ich, was du meinst, ja. Bin übrigens Schweizer für die, was nicht rausgehört haben. Die müssen aber schon taub sein, wenn die es nicht rausgehört haben. So, warte. Also ich finde, bei dir hört man das sehr deutlich. Ja, es gibt aber auch andere. Da hörst du es überhaupt nicht. Nee, ich finde es immer cool, wenn ich einen anderen Schweizer treffe, auch jetzt übers Game, ja, und ich mit dem Schweizerdeutsch rede, da versteht es kein einziger Deutscher. Bin hier ganz froh, dass du mit mir nicht so sprichst. Ich kann auch ruhig Schweizerdeutsch reden, oder? Verstehst du das versteh ich. Auch, oder? Das verstehe ich auch, ja. Das kriege ich noch gerade so hin. So. Na, ich glaube, er ist voll, ne? Unser Hänger. Oder? Ach, jetzt ist er ausgestiegen. Yep. Mist. Du bist genau in dem Moment ausgestiegen, wo ich den nächsten Stamm reinpacken wollte. Nix da, voll. Nix da, das ist voll. Ja. Brauchen wir den nächsten, ne? Wir haben ja zum Glück noch einen hier stehen. Man merkt aber schon den Unterschied, wenn der Trailer voll ist. Auch die Bremsleistung lässt extrem nach. Ja. Ja, aber es ist dann schon realistisch umgesetzt. Das ist schon ganz gut, finde ich. Ich denke auch, dass ein Grund ist, dass sich das auch viele Leute gekauft haben wegen dem neuen Physiksystem. Ja. Ja, das definitiv. Weil es macht echt so viel beim Game aus. Ja. Das stimmt. Früher konntest du ja mit einem kleinen Trecker 20 Kipper ziehen. Stimmt, ja, vollgeladen waren. Du kannst heute aber auch immer noch 200 Stück ziehen. Ja, fährst einfach nur noch 2 km/h. Nee. Echt? Nein, mit 200 Abonnenten-Special haben wir das unter Beweis gestellt. Ach, stimmt, ihr habt ja das mit wie viel Trailer waren's? Es haben wir 100 Abonnenten-Special. Beim 100 Abonnenten-Special hatten wir 100 Trailer rangehängt. Von den kleinen, von den Brandner. So, ich fange weiter, ich schneide weiter, ne? Warte, passt das? Ja, ne? Ich sehe das nicht so. Jojo. Ne, der 100 Stück aneinander gehängt. Das war ganz schön viel Arbeit. Wie viel? 100 Stück aneinander gehängt. Okay. War das nicht das Video? Ich meine, ich habe mal 12 Stück oder so aneinander gehängt. Ja, von den kleinen, aber also von dem ganz kleinen, von dem Brand, ne? Haben wir das gemacht und das hat funktioniert, okay. Hat funktioniert, ja. Es war extrem schwierig mit denen zu fahren, also aber von der Geschwindigkeit her konntest du richtig schön Gas geben. So, der nächste bitte. Also hat Herr Madlex auch ganz seine Arbeit geleistet. Muss man da auch nochmal lobend erwähnen. Also der hat gekoppelt ohne Ende. Das war echt nicht ohne. Also die Vorbereitung haben locker 2 Stunden gedauert. Anhänger aneinander. Du brauchst ja auch die Strecke dafür. Ja, richtig. Wobei man muss dazu sagen, Showtech hatte vorher noch die ganzen Anhänger gekauft und die alle schon mal richtig hingestellt und so. Also auch das war schon viel Arbeit. Ja. Ja, wie viele? Man hat ja unten rechts unter der Tempomat-Anzeige hat man einen Traktor, wo man zum Beispiel sieht, ob man das vorne angehängt steuert oder das hinten dran. Ja, also dass du das switchen kannst, das mit G. Ja, da wie viel hat es? Ich glaube, 4 oder 5 wurden da angezeigt. Müsste ich jetzt nochmal nachgucken. Das Problem ist aber, du musst halt dann den ganzen Rest musst du halt auf Gefühl durchschalten. Also du weißt ja nicht, bei wie vielen Anhänger du gerade bist. Okay. Entsprechend musst du halt immer so auf Gefühl drücken und hoffen, dass du dann wieder bei Null ankommst. Weil du hängst ja immer, du packst ja 2 ran. Ja. Ja, und dann legst du die ab, also lässt sie stehen, dann holst du die nächsten 2 und fährst ein Stück rückwärts und hängst sie dann wieder ran. Also ist schon extrem viel. Und dann musst du halt immer durchswitchen, damit du wieder beim ersten bist, damit du wieder ganz vorne wieder abkoppeln kannst. Okay. Also schon nicht ohne. So. Jetzt mache ich noch einmal ganz kurz schon mal die Baumfräse. Wo ist die denn jetzt schon wieder hin? Wo ist unsere Baumstammfräse?
Steht die nicht mehr? Doch, da. Oder eben mit der orangen Stayer ist es, glaube ich, Marker, oder wie man das ausspricht. Ach, da ist sie, ja. Den Stayer, ja. So, das zeichnen wir eben ganz kurz und dann sind wir auch mit der Episode schon durch. Dann kommen wir im nächsten Part, rohen wir die Lichten noch ein bisschen weiter. Mehr dann im nächsten Part. Weiter roden. Weiter roden, genau. Wir roden den ganzen Wald hier weg. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, liked es, kommentiert es, abonniert uns gerne. Und wie Frevel vorhin schon erwähnte, wenn ihr, uns würde auch eure Meinung auch mal interessieren, was ihr von dem Spiel haltet. Also von LS15. Was gefällt euch, was gefällt euch vielleicht nicht so gut? Würdet ihr euch wünschen auch? Und dann, ja, freuen wir uns drauf. Bis zum nächsten Mal. Ja. Ciao, ciao.